Warum sind die meisten Rohköstler, Frutarier, Lichtköstler dünn, schlank oder unmuskulös? Da gibt es zwei Dinge zu sagen. Nahrung allgemein stimuliert. Was am meisten stimuliert ist, sind zwei Dinge. Einmal Zucker und das andere ist gekochte Nahrung. Und Zucker stimuliert, ohne zu demolieren, das wird sozusagen rückstandslos verbrannt, dieser Stoff. Beim Kochen ist es anders, das hinterlässt immer Schlacken und deswegen stimuliert es auch stärker, weil das die Stimulation kommt in dem Fall daher, dass der Körper angegriffen wird und dann wird das, ist genau wie bei Koffein, dann wird der Körper in Alarmbereitschaft gesetzt, damit er das halt so schnell wie möglich wieder raustreiben kann. Das heißt, wenn man jetzt Kartoffeln zum Beispiel isst, dann nährt man sich nicht von den Kartoffeln, sondern durch diese Stimulationsenergie, die dadurch generiert wird, damit die Kartoffel wieder besser rausgetrieben werden kann. Und ja, wenn ich mich halt darauf konzentriere, also so stark auf meine eigene Energie konzentriere und dann unterscheiden kann, dass diese Energie durch externe Stimulation kommt, dann kann ich die auch negieren und dann bekomme ich auch Verstopfung, weil dann diese gekochte Nahrung nicht mehr so gut rausgetrieben werden kann, weil ich diese Energie sozusagen negiere, die von außen da kommt. Und diese Energie, die führt halt dazu, dass man mehr in der Physis verankert wird. Die Stimulationskraft ist jetzt so ein Fantasiewert von gekochten, ist ungefähr 10-mal größer als von Früchten oder Fruchtsäften. Und durch diese Stimulation hat man halt einen Drive, mehr in dieser Physis zu machen. Und gleichzeitig bietet halt besonders dieses Gekochte auch halt so eine physikalische Masse, sag ich mal, die einen Widerstand im Körper erzeugt und das motiviert dann auch dann wieder dagegen anzukämpfen sozusagen. Und die meisten, die stellen halt meiner Meinung nach zu schnell um auf Rohkost oder auf Frutaria und sind dann sich dessen halt nicht bewusst, dass dann halt diese starke externe Stimulation fehlt und geben sich dann meist dem hin, dass man sich halt so frei fühlt und verfeinstofflicht und machen dann halt nicht mehr so viel. Und weil man halt nicht das Bewusstsein hat, dass man jetzt diese Stimulation eigenverantwortlich erzeugen muss, ohne dieses Externe. Und das ist im Prinzip dieser gesamte Weg, dass man halt wegkommt von externen Stimulationen, die gleichzeitig halt schaden, hin zu den Dingen halt die Sache selbstverantwortlich durch seine eigene Energie zu machen, dann ist man halt auch mehr in seiner eigenen Energie. Und das kann halt schon ziemlich schwierig sein, das ist halt eine starke Gewohnheitsumstellung, das kann Jahre dauern, das kann bei manchen auch sogar Jahrzehnte dauern, bis man da umgestellt hat und ich kann halt nur empfehlen, da seine Balance zu finden, indem man halt wirklich dran arbeitet, aus sich selber heraus, die Dinge alle zu bewerkstelligen und wenn es dann einem zu schwierig ist, dann kann man halt mal wieder, so zweimal die Woche oder so, was Gekochtes essen, damit es einem nicht zu anstrengend wird, sage ich mal so, die ganze Zeit nur von jetzt auf gleich nur noch aus der eigenen Energie was zu machen. Und das ist auch so der Grund, warum ich mich gekocht manchmal wieder bediene momentan, weil ich den Weg auch erstmal was langsamer gehen möchte. Und wenn ich dann halt Gekochtes wieder weglasse, ist es so, dass mich eigentlich nichts mehr interessiert, dass ich keinen Hunger auf nichts habe, höchstens mal einen O-Saft. Dann mache ich halt die ganze Zeit einfach Trockenfasten oder trinke mal nur einen Saft. Und das geht mir dann aber wiederum zu schnell von der Reinigung her. Und weil ich einfach Rohkostrezepte, dafür bin ich halt nicht so, auch für Gourmet-Rohkost, auch nicht für Salat und Nüsse und so weiter, das interessiert mich dann alles nicht. Das heißt, bei mir gibt es dann entweder nur den Weg externe Stimulation durch ein bisschen Gekochtes oder eben Trockenfasten oder Säfte, was mir dann auf Dauer dann wiederum zu schnell geht. Deswegen switche ich immer zwischen diesen beiden Sachen und es kann halt nur manchmal passieren, dass man dann durch das Gekochte dann auch wieder süchtig wird nach Gekochten. Das ist dann so der Trick dabei. Das versuche ich halt momentan zu schaffen, dass ich dann nicht davon süchtig werde, weil das ist eigentlich so das, was ich für mich momentan manifestieren will. Dass ich die meiste Zeit Trockenfaste oder Säfte trinke und ab und zu dann was gekocht esse, mit dem Ziel natürlich das Gekochte irgendwann wegzulassen, aber es bietet mir momentan einfach, wie nennt man das,
Also ich mag einfach dieses Gefühl auch noch so einen Widerstand von extern zu haben. Wenn man das alles loslässt, dann ist so alles weg, sage ich mal so. Und das kann man immer noch machen. Man muss die Sache aber auch lernen, mit dem Gekochten dann auch gut klarzukommen. Also die meisten sind so außerhalb ihrer Balance. Das sind nicht nur Rohköstler oder allgemein Leute, die sich gesunde Ernährung interessieren, sondern die meisten Leute, die man da draußen sieht, die sind halt so außer Balance, dass das Gekochte sie nicht also stimuliert sie natürlich krass, aber sie schaffen es halt nicht, diese Stimulation effektiv zu nutzen, um sich physischer zu manifestieren und um seine eigene Energie sozusagen anzukurbeln, wie wir früher den Autos aus den 20er Jahren, die man so vorne angekurbelt hat, mit Stimulationsenergie. Und die werden davon im Prinzip dann nur noch beerdigt, sage ich mal. Und da ist dann halt wichtig, seine Balance zu finden. Aus starker Stimulation, wie gesagt, das Kochkost ungefähr 10-mal so stark stimulierend wie, ja, wie Früchte oder Fruchtsäfte. Und da sollte man sich halt reinigen, aber gleichzeitig dann halt auch wieder stimulieren durch Früchte und dann manchmal durch Gekochtes, um dann halt so eine individuelle Balance herauszufinden. Und dann sozusagen mit dem Geist dann auch jedes Mal zu trainieren, mit dem Gekochten, mit diesem dichten Material auch wieder klarzukommen, auch wenn das halt auch wenn das halt zerstörerisch auf den Körper wirkt. Und wenn man sich dann halt irgendwann auf eine persönliche Balance eingependelt hat, dann kann die Einstellung auch so hoch sein, dass man dieses zweimal in der Woche gekocht oder wie auch immer in dieser hohen Eigenschwingung negieren kann, sage ich mal so. Und der zweite Grund, warum die Leute so dünn sind, ist natürlich, weil es auch teilweise auch Ziel ist, mit dieser reineren Ernährung sich ein bisschen aus der Physikalität oder Physis herauszuheben und feinstofflicher zu werden. Und dann braucht man einfach nicht mehr so viel Körperliches, um das Gleiche in dieser Welt zu bewerkstelligen, weil auch vieles auf geistige Ebene verlagert wird. Auch zum Beispiel beim Training oder sowas braucht man halt nicht mehr so die krassen Muskeln, um das Gewicht zu bewegen, sondern weil man halt so eine hohe Eigenschwingung, so eine hohe Eigenenergie hat, ist das Gewicht einfach oben, bevor man die Muskeln sehr beanspruchen müsste. So vergleichsweise. Dann braucht man einfach viel weniger Masse, um das Gleiche zu schaffen. Jo, bis dann.